Es ist schon interessant zu sehen, dass die mächtigen Notenbanker sowohl Chinas als auch der USA ziemlich in Panik geraten sind und das aus völlig unterschiedlichen Gründen. Die amerikanische Notenbank gerät in Panik, weil sie zu lange geschlafen hat, nicht auf die Bremse getreten hat. Jetzt läuft ihr die Inflation aus dem Ruder. Jetzt sagt sie, oh, wir müssen jetzt ganz besonders schnell agieren. Und auf Seiten der chinesischen Kollegen ist das Problem, dass die Wirtschaft ein Problem hat, denn die harschen Corona-Maßnahmen, diese Null-Corona-Politik führt zu massiven Abkühlungen in vielen Sektoren. Und dazu kommt jetzt dieser Crash in Zeitlupe am Immobilienmarkt Chinas. Und deswegen hat die Notenbank Chinas heute erstmals seit dem Jahr 2020 wieder die Zinsen gesenkt, während die einen also die Zinsen anheben wollen, weil die Inflation zu hoch ist, die Bilanzsumme reduzieren wollen, sind die anderen jetzt schon auf dem entgegengesetzten Weg. Und das könnte durchaus für die Aktienmärkte dieser beiden Supermächte eine sehr wichtige Rolle spielen. Schauen wir uns zunächst mal die Panik der Amerikaner an, die viele FED-Vertreter jetzt gerade zum Schluss der Woche, die gesagt haben, oh, das haben wir völlig unterschätzt, wir haben gedacht, das geht schneller vorbei mit der Inflation, jetzt müssen wir agieren, jetzt müssen wir auch die Bilanzsumme kürzen, müssen also das Gegenteil tun dessen, was wir jahrelang gemacht haben. Und Morgan Stanley schätzt, dass dieser Effekt vor allem der Bilanzsummenreduzierung ziemlich erheblich ist, nämlich wenn das so kommt, wie viele erwarten, dann dürfte bis 2025 diese Bilanzsummenreduzierung alleine eine Zinsanhebung von 100 bis 200 Basispunkte etwa abbilden. Das heißt, die Reduzierung der Bilanzsumme hat einen Effekt auf die sogenannten Financial Conditions und würden äquivalent praktisch zu einer Zinsanhebung von 1-2% führen. Hier hat man sogar eine Faustregel, sagt man, also jede 100 Milliarden, die von der Bilanzsumme runtergenommen werden, derzeit haben wir ja so knapp 9 Billionen, würden bedeuten einen Anstieg der 10-jährigen Rendite von 4 bis 6 Basispunkten, also 0,04 bis 0,06%. Also hier jetzt die Situation, die Fed muss agieren, die Fed hat vor allem von US-Präsident Biden, der sieht, dass seine Approval Ratings im freien Fall sind, auch und vor allem wegen der Inflation, die Amerikaner sind unzufrieden, haben Kaufkraftverluste, weil eben die Preise schneller steigen als die Löhne. Da muss was passieren. Was machen die Märkte daraus? Wir sehen, dass wir jetzt ja schon ein Teil, den Anfang der US-Berichtssaison hinter uns haben. Und von 17 bisher berichtenden Unternehmen haben 16 die EPS-Estimates übertroffen, also Earnings per Share, also die Gewinnerwartungen übertroffen. Aber nur 9 davon, also knapp die Hälfte davon, hat die Umsatzerwartungen getroffen. Also noch scheint es so zu sein, dass die Unternehmen eben über Preissteigerungen möglicherweise, über Einsparungen auf anderer Seite eben diese gestiegenen Kosten weitergeben können an die Konsumenten. Und jetzt sehen wir diese Kostenspirale sich weiter aufspulen. Da hat jetzt etwa Apple zugestimmt, dass man für TSMC, ein taiwanesischer Chiphersteller, diese N4P-Prozessoren, dass man da höhere Preise bezahlen wird, um eben auch garantiert beliefert zu werden. Das ist ein Prozess, der in der Industrie stattfindet. Diejenigen, die ihre Zulieferer gut bezahlen und gut behandeln, die haben dann weniger Probleme eben mit diesen Lieferengpässen. Auf der anderen Seite hat jetzt zum Beispiel Peloton, Sie kennen diese Zuhause-Trainingsgeschichte wahrscheinlich, die haben jetzt ihre Preise erhöht, weil man sagt, ja, wir haben deutlich gestiegene Kosten etwa für die Herstellung unserer Räder und die Lohnkosten derjenigen, die für uns arbeiten. Insgesamt, wenn wir nochmal einen kurzen Flashback auf die Märkte letzter Woche werfen, heute ja der US-Feiertag Martin Luther King Day, deswegen kein Handel, jedenfalls haben wir am Freitag nochmal eine kleine Erholung gesehen. Dennoch sind jetzt etwa beim Nasdaq nur 25% der Werte über ihrem 200-Tages-Durchschnitt, also etwa ein Viertel. Alle anderen sind unter ihrem 200-Tages-Durchschnitt und damit gewissermaßen in einem Abwärtstrend. Und hier sehen wir mal die neuen Tiefs, die 52-Wochen-Tiefs, 679 an der Zahl. Sie sehen hier unten in dieser Grafik, in der untersten Grafik, in der Mitte ist der Nasdaq selbst, sehen Sie, dass wir jetzt so viele Wochen-Tiefs haben oder 52
letzten Wochen Tiefs haben, wie eben seit dem Crash im März 2020, nicht mehr Februar, März, also dem Corona-Crash. Kommen wir jetzt aber nach China. Schauen wir uns da die Situation an. Erstmals seit 2020, seit April 2020 genauer gesagt, hat jetzt Chinas Notenbank den Leitzins gesenkt. Der Leitzins ist in China, wenn man so will, die sogenannte One-Year Medium-Term Lending Facility Rate. Also das sind eher kürzer laufende Kredite, die hat man jetzt für oder den Zinssatz darauf von 2,95 auf 2,85% gesenkt und das Statistikbüro in China sagt, ja, also wir haben noch weiter Luft, die Geldpolitik hier ein bisschen lockerer zu gestalten. Da ist also noch einiges drin. Wir hatten heute dann auch die BIP-Zahlen aus dem vierten Quartal, etwas besser als erwartet. Aber diese BIP-Zahlen, die sind wahrscheinlich nicht das Papier wert, auf dem sie gedruckt sind. In Sachen BIP ist China irgendwie in Sachen Planwirtschaft unterwegs. Andere Daten kann man durchaus gebrauchen, aber das BIP ist scheinbar so wichtig, dass man da irgendwie überhaupt nicht nichts drauf geben kann. Jedenfalls selbst die gefakte, wahrscheinlich gefakte Zahl dürfte auf einem 1,5-Jahrestief sein und das hat eben letztendlich dazu geführt, dass Chinas Notenbank diesen Schritt unternommen hat. Wir haben vor allem Schwäche im Konsum, Retail Sales mit 1,7% zum Vorjahresmonat, eigentlich erwartet 3,8%, die Industrieproduktion sogar besser als erwartet, aber was sich immer mehr abzeichnet, sind diese Bottlenecks, sind diese Lieferengpässe, die sich wieder verschärfen, eben durch die Corona-Maßnahmen in China, die den Konsum bremsen, die aber eben auch dazu führen, dass bestimmte Lieferungen nicht mehr kommen aus China. Insgesamt chinesische Wirtschaft in 2021 ist etwa 18% des weltweiten BIPs. Und hier in dieser Grafik sehen wir mal ganz schön, wie die Verhältnisse sind. Da haben wir auf der einen Seite die Vereinigten Staaten mit 23 Billionen, China mit etwa 17 Billionen und Europa ist in der Summe gar nicht so klein, wenn man jetzt mal eben alle europäischen Wirtschaften, die hier in grün gekennzeichnet sind, zusammenzählt. Aber wir sehen hier eben China und die United States, das sind so die großen Player natürlich am Markt. Dementsprechend sind Veränderungen dort natürlich auch besonders wichtig. Und hier ist mal eine Übersicht über die verschiedenen Komponenten in China. Retail Sales, also Einzelhandelsumsätze, Industrieproduktion, BIP. Anlageinvestitionen, da sehen wir ganz unten dann die Jobless Rate, also die Arbeitslosenquote, das ist das Einzige, was nach oben geht. Alles andere weist tendenziell nach unten. Wir haben also diese Erholung nach Corona, die ist verpufft inzwischen. Und das liegt eben auch und vor allem an jetzt Corona. Jetzt ist ja der erste Omikron-Fall in Peking aufgetreten. In Tianjin war das vorher schon, Xi'an und andere Städte sind schon im kompletten Lockdown. Jetzt ist eben die Frage, kurz vor den Olympischen Spielen einerseits, Olympische Winterspiele und vor eben dem Neujahresfest in China, wo es etwa 1 Milliarde Reisen geben wird. Wie wird die ganze Geschichte da weitergehen? Wird das ein Superspreader-Event? Was kommt da? China versucht das oder Peking, die Machthaber versuchen das natürlich unbedingt zu vermeiden. Jetzt Peking. Einreisen nach Peking sind deutlich erschwert worden, also man versucht hier sozusagen rigide zu agieren. Neben der Corona-Situation ist vor allem der Immobiliensektor das ganz große Problem. Und jetzt sprach ja alles von Evergrande, das war der zweitgrößte Immobilienentwickler in China. Der größte ist Country Garden und deren Aktien sind schon am Freitag massiv abgeschmiert, sind heute auch wieder unter Druck, daher berichtet Bloomberg eben, dass Chinas Property Crisis reaches biggest builder Country Garden, also den größten Immobilienentwickler in China, scheint es jetzt zu erwischen. Da sind gewisse Fragestellungen über Liquidität offenkundig der Fall, wie bei fast allen anderen. Wir sehen auch, und das ist sehr wichtig, dass jetzt 4 Monate in Folge eben die Immobilienverkäufe rückläufig sind. Und was natürlich droht, ist jetzt, wenn diese ganzen Immobilienentwickler wirklich unter finanziellem Druck sind, Liquiditätsprobleme haben, dann werden sie versuchen, ihre Objekte vielleicht auf jeden Fall zu verkaufen, um Liquidität zu generieren, werden dann Preisnachlässe den Kunden geben. Das würde eine Abwärtsspirale bei den Preisen dann letztendlich auslösen. Das ist die große Gefahr. Peking versucht das zu verhindern, aber kann man das verhindern, wenn diese ganzen Firmen wirklich Geld brauchen? Und interessanterweise sehen wir auch, dass hier ein wichtiger Notenbanker, nämlich Liu Jiping, gesagt hat, dass China möglicherweise auch insgesamt Supply Chain Risks bekommen kann, also Lieferkettenprobleme auch bekommen kann, weil
eben viele Industriezweige, viele Firmen, gerade die aus dem Westen sich dort angesiedelt haben im Rahmen der Globalisierung, dass die abwandern eben in andere Teile Asiens einerseits oder wieder zurückkommen im Rahmen der Deglobalisierung in den Westen selbst. Also hier ist man durchaus sich der Gefahr bewusst, dass dieses Jahrzehnte vorbei ist oder die Jahrzehnte vorbei ist, wo mit der Globalisierung eben viele Firmen nach China gegangen sind, dort produziert haben, die Geschichten dann, die sie nicht in China verkauft haben, am chinesischen Markt verkauft haben, dann eben nach Europa oder in die USA wieder exportiert haben, um sie dort zu verkaufen, dass diese Zeit dann vorbei sein könnte. Und China hat vor allem ein demografisches Problem. Wir haben jetzt im Jahr 2021 ist die Birth Rate gefallen von 0,85 auf 0,75%, bedeutet Chinas Bevölkerung schrumpft. Das ist jetzt das fünfte Jahr in Folge, dass Chinas Bevölkerung praktisch schrumpft, also dass wir immer weniger Geburten haben. Und das ist natürlich ein riesen demografisches Problem, das da auf China zukommt, das wahrscheinlich noch größer ist als im Westen. Wir sind ja da auch durchaus auf einem schweren Weg, aber in China gibt es eben bisher noch kein wirkliches Altersversorgungssystem. Deswegen ist der Druck auf die Jüngeren, die dann ihre Eltern finanzieren müssen, die gleichzeitig eigentlich eine Immobilie kaufen müssen, wenn sie männlich sind und heiraten wollen, damit sie was zu bieten haben. Wie soll das gelingen? Das wird also immer schwerer. Das ist ein Riesenthema. Und dann kommen wir jetzt zum anderen großen Thema. Geopolitik, diese ganze Geschichte Russland, Ukraine, NATO, das schaukelt sich ja immer mehr auf, Amerikaner. Da ist richtig Druck in der Pipeline. Heute wird ja unsere Außenministerin Frau Baerbock in der Ukraine sein, morgen dann in Moskau. Mal sehen, ob sie als politisches Leichtgewicht da etwas ändern kann. Bisher ist sie es zumindest. Das wird für sie eine echte Hausnummer. Da möchte man sich fast wünschen, dass eine Merkel noch da wäre. Da hätte man zumindest das Gefühl, da ist Routine da. Sie weiß, was gespielt wird. Sie kennt die maßgeblichen Player. All das wird für Baerbock ja auf jeden Fall etwas Neues sein. Da gibt es jetzt natürlich nach wie vor diese Differenzen in Sachen Nord Stream, dass eben die SPD sagt, ja, das Privatprojekt, die Grünen sehen das ganz anders. Warum agiert Putin so? Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass die Russen aus einer defensiven Haltung herauskamen, indem sie sagten, Mensch, wir fühlen uns von der NATO umzingelt, jetzt hin zu einer offensiveren Haltung übergehen, nämlich zu sagen, ja, wir wollen unsere alten Einflusssphären, wir wollen die Situation aus dem Kalten Krieg wiederherstellen, als wir eben praktisch die super Gegenmacht waren gegen die Amerikaner. Deswegen ist das unser Vorhof in der Ukraine, deswegen haben wir da bestimmte Rechte. Und das also von dieser defensiven, jetzt Putin umgeschaltet hat, zu einer aggressiven Haltung. Und das könnte sein, so berichtet eine Kennerin, nämlich Catherine Stoner, könnte sein, weil Putin innenpolitisch unter Druck ist. Da ist ja, muss man sagen, faktisch mit der russischen Wirtschaft nicht so wirklich viel passiert. Total rohstoffabhängig. Rohstoffe sind wirklich das einzige Erfolgsmodell, das Russland anzubieten hat. Man hat es versäumt, man hat es verpasst, die russische Wirtschaft ein bisschen zu entwickeln, dass da irgendetwas passiert. Das sind schon ziemlich korrupte Eliten, die da an der Macht sind und sich eben diese Rohstoffe, auf denen sie sitzen, deren Verkäufe, deren Gelder eben aufteilen. Also das wird eine schwierige Geschichte und schwierig wird es auch mit unserer Energiesicherheit. Hier jetzt der Bank of America schätzt, dass europäische Haushalte durchschnittlich 54% mehr für Energie werden bezahlen müssen in 2022 im Vergleich zu 2020. Deutschland da noch einigermaßen glimpflich davon kommend, Italien und UK scheinen die ganz großen Problemkinder zu sein. Aber das hindert die EZB nicht daran, erstmal zu sagen, we don't see inflation, we don't hear inflation, we don't speak inflation. Wir sehen also keinerlei Inflation, gell? Und jetzt hat Isabella Schnabelina gesagt, übers Wochenende, dass man also jetzt nicht voreilig die Zinsen anheben sollte, um die Erholung zu bremsen. Hier die wunderbare Zeitung mit den vier Buchstaben hat getitelt, oberste Eurohüterin will nichts gegen die Inflation tun. Unten sehen wir in der Grafik übrigens die Anzahl der,
Notenbanken, die die Zinsen anheben. Die chinesische, wie gesagt, einer der ganz wenigen, die jetzt die Zinsen senken. Viele andere Notenbanken, das sehen Sie hier an den Peaks nach oben, haben jetzt eben die Zinsen angehoben. Da sind also gegenläufige Entwicklungen am Start. Wie wird es jetzt weitergehen für die Märkte? Rüdiger Born hat sich mal den DAX angeschaut, aber auch die US-Indizes, die gestern in der letzten Woche leicht gefallen sind. S&P 0,3 gefallen, Dow 0,9 gefallen, Nasdaq 0,3 gefallen. Und der Aktienmärkte im Zinsschock, so titelte der Rüdiger, und schaut sich mal an, was jetzt zu erwarten ist. Sehr zu empfehlen dieses Video. Ich wünsche jetzt einen wunderbaren Tag, auch ohne die Amerikaners. Das wird natürlich dann wieder begrenzt amüsant, aber wenn Sie Langeweile haben, dann schauen Sie sich auf jeden Fall das Video von Rüdiger Born an. Das alles werde ich unter dem meinigen Video verlinken und wünsche jetzt das Allerbeste und sorge Servus und Ciao.